Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkogel, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 648. Eichkogelwanderung am Mittwoch, dem 29. Dezember 2021. Sie sehen, ich stehe nicht auf dem Eichkogel, der ist hier drüben und liegt schon in der Dunkelheit, sondern ich stehe vor der Pfarrkirche St. Ottmar in Mödling. Es ist eine alte Wehrkirche und hier ist ab dem Jahrtausend die erste Burg Mödling erbaut worden, die erst 160, 170 Jahre später von den Mödlinger Babenbergern dann auf die andere Talschulter des Mödlingbaches verlegt worden ist, wo sie heute noch als Ruine steht. Ja. Rund um mich sind Komponisten. Hier unten war Beethoven, hier vorne war Schubert, hier war Schönberg, und hier war Norbert Sprongel. Sie erinnern sich, wir sind schon einmal über Sprongel gewandert. Aber heute wandern wir über Rüdiger Seitz. Ein Komponist, der in Leoben geboren worden ist. Sozusagen in der Urheimat des Wanderers. Und der heute, vor 30 Jahren, am 29. Dezember 1991, kaum 65-jährig, kurz vor seinem 65. Geburtstag verstorben ist. Rüdiger Seitz war nämlich der Kompositionslehrer des Wanderers. Seitz selbst war sehr der Musik und der Tonsprache von Hindemith verpflichtet. Er war ein glänzender Organist, ein großer Komponist. Ich erinnere mich immer wieder gern an seine Lorca-Lieder, die wir mit ihm durcharbeiten durften, nach Frederic Garcia Lorcas Texten hat er sehr eindrückliche Lieder gestaltet. Ja, aber seine wahre Berufung zum Komponisten hat er eigentlich empfangen durch einen Kursus mit Johann Nepomuk David. Und da ist der Wanderer natürlich ein bisschen traurig, denn als ich das erfahren habe in der Zeit, wo ich studiert habe mit Seitz oder bei Seitz, war für mich Johann Nepomuk David nicht mehr als ein Name. Mittlerweile hat der Wanderer ja mit dem ORF-Symphonieorchester alle Symphonien von David aufgenommen und allzu gerne würde ich das eine oder andere Gespräch über diese Symphonien mit meinem Kompositionslehrer Seitz heute führen, aber das ist jetzt so nicht mehr möglich. Ich kann nur auf den Spuren von Seitz und auf den Spuren von Johann Nepomuk David nach Gemeinsamkeiten suchen. Das werde ich jetzt im Schatten der Kirche St. Ottmar in Mödling und im leichten nachweihnachtlichen Regen tun.